Hallo und herzlich willkommen bei einem Video. Ich bin die Juli, das hier ist die Chili. Und heute werden wir darüber sprechen, warum es sich leider bei dem Zwerg... Ich wollte schon Zwergspitz sagen. Nein, warum es sich bei dem Chihuahua oft um eine Qualzucht handelt. Ja, ich habe sie mal gerade hier aus ihrem Körbchen geholt und gewägt, weil ich zeige euch ja sonst immer den Monty, aber da es ja eben genau um sie heute geht, ist sie natürlich im Mittelpunkt. Aber natürlich darf sie sich auch gleich sofort wieder hinlegen und ausruhen. Ich dachte nur so, wenn es heute wirklich um die Rasse geht, dann hole ich sie nochmal kurz vor die Kamera, damit ihr sie auch nochmal sehen könnt. Aber genau, meine Abonnenten sollten sie inzwischen kennen. Und ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst gerne ein Abo da. Ja, und dann kommen wir natürlich heute zu einem nicht so schönen Thema, nämlich zu dem Thema Qualzucht. Ich habe bereits schon ein Video darüber gemacht, woran man eben diese ganzen Merkmale erkennt, ob ein Hund eben unter der sogenannten Qualzucht leidet oder nicht, beziehungsweise was für Anzeichen es dafür gibt. Und heute möchte ich mich nochmal speziell dieser Rasse widmen, dem Chihuahua. Und Chili kommt nun wieder ins Körbchen und wir sehen uns gleich. So, und um es nochmal in Erinnerung zu rufen, bei einer Zucht handelt es sich häufig um bestimmte ausgeprägte Merkmale, die zum Vorschein kommen sollen. Also zum Beispiel geht es den Chihuahua-Züchtern häufig darum, dass die Hunde klein sind und unter 3 Kilo wiegen. Aber genauso kann es auch anderen Züchtern wichtig sein, dass die Hunde ein glänzendes Fell haben oder gar kein Fell haben. Und der Chihuahua ist einer der beliebtesten Hunderassen, die es gibt. Nach dem Rassestandard sollte ein ausgewachsener Chihuahua nicht mehr als 3 Kilo wiegen. So, aber was genau ist denn jetzt so kritisch daran an dieser Rasse? Ja, ich bin jetzt erst tatsächlich bei meiner Recherche darauf gestoßen, was für Probleme der Chihuahua hat. Ich habe vorher schon mal gehört, dass kleinere Rassen es nicht so einfach haben wie größere und auch natürlich eine erhöhte Gefahr der Verletzung haben. Ich finde, das ist ja auch schon etwas offensichtlich, dass jetzt so ein ganz kleiner Hund durch einen Tritt von mir oder von wem anders viel leichter verletzt werden kann als ein großer Hund. Das wirkt sich ganz anders auf diesen kleinen Körper aus. Deswegen muss man dann natürlich immer vorsichtig sein. Aber ja, viele Sachen, die wusste ich eben tatsächlich noch nicht. Und was das unter anderem ist, das werde ich euch jetzt sagen. Und ja, da war ich auch auf jeden Fall mal wieder ziemlich erstaunt. Und zwar haben Chihuahuas oft eine offene Schädeldecke bzw. Fontanelle. So lautet das Fachwort dafür. Damit ihr euch vorstellen könnt, was das eigentlich bedeutet, werde ich euch das einmal im Vergleich setzen zu den Menschen. Denn Menschen sowie Hunde werden mit einer offenen Schädeldecke geboren. Und zwischen den einzelnen Knochenplatten befinden sich Lücken, die Fontanellen genannt werden und sich in den ersten Lebensmonaten wieder schließen. Das ist also völlig normal, dass der Hund oder der Säugling mit einem offenen Schädel zur Welt kommt und dieser sich im Laufe der Zeit schließt und das Gehirn dadurch viel besser geschützt wird. So, was für ein Problem hat jetzt der Chihuahua? Bei ihm ist diese Schädeldecke oft das ganze Leben lang offen. Das heißt, sie schließt sich gar nicht richtig. Durch die offenen Stellen im Schädel bleiben die Hunde ihr Leben lang anfällig für Verletzungen. Herunterfallende Gegenstände oder versehentliches Treten können dazu großen Verletzungen führen. In Finnland hat man mithilfe der Computertomographie 50 Chihuahuas untersucht und bei insgesamt 92% wiesen diese offene Fontanellen auf. Man muss jetzt noch dazu sagen, dass offene Fontanellen einzelne Stellen sein können in der Schädeldecke, die offen sind. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der komplette Schädel irgendwie offen ist, sondern es gibt sozusagen bestimmte Lücken, die sich nicht mehr schließen. Bei dieser Untersuchung ging es aber darum, mindestens eine zu finden. Also es gab auch einige Hunde, da wurde dann nur eine offene Stelle gefunden, aber bei den meisten eben mehrere. Ich werde euch auch mal die Studie unten verlinken in der Infobox. Ich finde sie sehr interessant, die ist komplett auf Englisch, aber ihr könnt euch das gerne mal alles durchlesen. Ja, weil ich finde das sehr überraschend, dass bei so vielen Chihuahuas Lücken im Kopf sind, die einfach ein Leben lang bleiben. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt eine weitere Problematik, die im Kopf liegt. Häufig herrscht nämlich ein sogenanntes Missverhältnis zwischen Schädel und Gehirn.
Und das Gehirn hat damit nicht genug Platz im Schädel. Es wird dann in Bereiche gepresst, die eigentlich für Blut- und Nervengefäße vorgesehen sind. Die Folgen sind dann Kopf- oder Nervenschmerzen. In diesem Fall gibt es bestimmte Anzeichen, wie ihr das bei eurem Hund erkennen könnt. Es kann nämlich sein, dass er so bestimmte Kratzbewegungen macht, ohne sich aber tatsächlich zu kratzen. Genauso kann es sein, dass er seinen Kopf permanent gegen Gegenstände presst. Es ist so ein starkes, unangenehmes Gefühl und auch ziemlich schmerzhaft, dass der Hund irgendwie versucht, das Ganze zu verhindern, aber er hat ja keine Möglichkeit. Und was man leider auch häufig bei Chihuahuas sieht, ist der sogenannte Wasserkopf. Dabei handelt es sich darum, dass übermäßig viel Flüssigkeit im Gehirn ist. Ich meine, wir alle, also Menschen sowie auch Hunde, bestehen zu sehr viel Prozent aus Wasser. Aber natürlich sollte das richtig aufgeteilt sein und in diesem Fall ist in dem Kopf zu viel drin. Dadurch wird das Hirngewebe verdrängt und gequetscht. Es kann zum Absterben von Hirngewebe führen. Und bestimmte Anzeichen dafür sind Koordinations- und Hörstörungen, aber auch Störungen der Empfindungen, zum Beispiel, dass ein leichtes Streicheln über das Fell schon als schmerzhaft empfunden wird. Ja, das waren die Symptome, die häufig den Chihuahua betreffen und man kann tatsächlich sagen, je kleiner sie sind und je runder der Kopf ist, desto häufiger und stärker sind diese Merkmale ausgeprägt. Ja, ich habe tatsächlich meine Hündin vorhin nochmal gewogen, weil ich neugierig war, wie schwer sie denn jetzt tatsächlich ist. Also, ich meine, ich wiege sie sowieso ab und zu, aber ich wollte jetzt nochmal wissen, ob sich da was verändert hat. Tatsächlich erfüllt sie gerade diese 3 Kilo, also sie wiegt auf dem Punkt 3 Kilo. Kann natürlich auch mal ein paar Gramm schwanken, was ja völlig normal ist. Aber ja, ich muss doch sagen, also mit den Informationen, die ich heute habe, jetzt nicht nur durch diese Recherche oder durch die ganzen Dinge, die auch ich neu dazu gewonnen habe, finde ich doch, dass sie auch etwas zu klein ist. Also ich finde die Größe von Monty zum Beispiel perfekt, da er 5 Kilo wiegt und nochmal größer und stärker ist und einfach robuster. Habe sie auch natürlich trotzdem total lieb und werde das Bestmögliche tun, damit sie nicht unter irgendwelchen Merkmalen leidet, also irgendwelchen Zuchtmerkmalen. Mir ist schon im Laufe der Zeit aufgefallen, dass man wirklich auf sie mehr Rücksicht nehmen muss als auf andere. Und es gibt dann auch manchmal Leute, die sagen, ja, das ist doch ein Hund, du musst sie auch wie einen Hund behandeln. Also weil ich ab und zu versuche, sie zu schützen in bestimmten Situationen. Und ich werde das auch so wieder tun, würde es immer wieder so tun und werde natürlich auch das Bestmögliche versuchen, dass sie unverletzt bleibt und ein schönes Hundeleben hat. Ich meine, ich möchte auch immer so ein bisschen transparent sein bei meinen Videos und es gibt viele Gründe, die habe ich euch auch schon genannt in einem anderen Video, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, warum ich mich für eine kleine Rasse oder auch den Chihuahua entschieden habe. Es soll ja auch Gründe geben, warum man sich vielleicht dagegen entscheidet. Und es ist auch immer wichtig, bestimmte Probleme vorab zu benennen und ich denke, die habe ich in dem Video ganz gut getroffen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr was dazulernen konntet. Wenn ihr, wie ich, auch einen Chihuahua zu Hause habt, hoffe ich natürlich, dass ihr euch jetzt nicht schlecht fühlt. Natürlich, wie ich es auch schon bereits gesagt habe, ist nicht jeder Hund davon getroffen. Es muss nicht so sein. Und wenn doch, dann könnte man natürlich auf die Symptome achten. Auf die Symptome achten, wie zum Beispiel, wenn sich der Hund versucht zu kratzen und es irgendwie nicht klappt. Oder der lässt sich gar nicht anfassen, er ist irgendwie verhaltensauffällig. Ich meine, sowieso sollte man das immer beim Tierarzt abklären. Und wenn ihr da irgendwas von bemerkt habt, dann könnt ihr mal eventuell einen Arzt aufsuchen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und dann hoffe ich euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann!